in Gaza, die Menschen beten in Frieden, Salat Subh. Und sie haben sich getroffen dort in dieser, das war ja keine Moschee, das war ja in der Schule, um danach Koran zu wiederholen. Ja, die haben, in Gaza haben sie, mashallah, sehr viele Menschen, die den Koran auswendig können, und sie wiederholen ihn jetzt. Wann wiederholst du den Koran? Hörst du irgendwelche Drohnen jetzt? Oder die bombardieren, oder irgendwelche Apache-Hubschrauber oder so, und deswegen liest du dein Koran nicht? Warum liest du kein Koran? Die in Gaza, würde Allah ihnen beistehen, da fliegen die Drohnen und die Hubschrauber und die Flugzeuge, und da geht eine Wohnung in die Luft, und er wiederholt sein Koran. Möge Allah sie festigen. Und möge Allah uns recht leiten, dass wir auch den Koran lesen. Auf jeden Fall, dann wurden sie bombardiert, über 100 Leute. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch eine Art und Weise, wie er umgegangen ist mit Schicksalsschlägen, dass er Personen beschützt hat vor einem schlimmen Anblick. Also das sind so Maßnahmen. Bei Schicksalsschlägen muss man ja nicht unbedingt jetzt das Problem auch noch sehen, wenn man etwas gehört hat, reicht schon. Und zwar Safiya radiallahu anha, die Schwester von Hamza radiallahu anha. Als ihr Bruder, also Hamza radiallahu anha, gefallen ist, und ihr wisst ja, er wurde getötet in Ghazwat Uhud, und dann wurde er auch noch aufgeschlitzt. Ja, Hind, damals noch keine Muslimin, danach hat sie den Islam angenommen, hat ja ihren Sklaven Wahshi beauftragt, Hamza zu töten und dann aufzuschlitzen und seine Leber herauszunehmen. Urwa sagte, Abu Zubayr berichtete mir, radiallahu an, als Ghazwat Uhud vorbei war, kam eine Frau daher geeilt. Als sie sich den Leichen näherte, also den Gefallenen, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Frau, also haltet sie auf, lasst sie nicht weitergehen. Da sagte es Zubayr radiallahu an, dann habe ich geguckt, es war meine Mutter, also Safiya radiallahu an. Also bin ich zu ihr hinaus, damit sie nicht näher kommt, und habe sie dort angetroffen und habe versucht, sie aufzuhalten. Dann sagte sie, mach Platz, geh zur Seite. Da sagte ich zu ihr, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat dir gesagt, du sollst stehen bleiben. Also ist sie stehen geblieben. Schaut euch diese Generation an Frauen und Männern. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt was? Punkt. Sie hat nicht gesagt, Sunnah, Makruh, Mustahab, Fard, wie jetzt nicht, noch, kann ich doch, ne? Bleib stehen, bleib stehen. Also ist sie stehen geblieben und sie hatte zwei Stücke Stoff. Da sagte sie, das sind zwei, also sie hatte mitbekommen, dass Hamza gefangen ist, radiallahu anhu. Dann sagte sie, nimm das, damit ihr ihn einwickelt in diese Tücher. Denn ich habe mitbekommen, er wurde getötet. Also wollten wir ihn einwickeln, also Hamza radiallahu anhu. Da war aber neben ihm auch jemand, dem das Gleiche widerfahren ist wie Hamza. Den haben sie auch aufgeschlitzt. Nicht nur Hamza radiallahu anhu. Und der hatte nichts. Also der hatte nichts, wo man ihn, also keine Leichentücher. Also haben wir eins für Hamza benutzt und eins für den anderen Gefährten radiallahu anhu. Das zeigt also, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte nicht, dass Safiya diesen Anblick sieht. Ja, wie ihr Bruder aufgeschlitzt ist und so weiter. Und der Rasul alaihi salatu wasalam in einem anderen Hadith sagte, Anas ibn Malik berichtete, in Ghazwat Uhud sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ich wüsste oder würde Safiya nicht darunter leiden, würde ich ihn so lassen, bis die Raubtiere ihn auffressen. Subhanallah. Wen so lassen? Hamza radiallahu anhu. Safiya würde ja, wenn nicht heute, dann morgen, übermorgen, irgendwann wäre sie ja dort. Und der Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, würde ich nicht befürchten, dass sie das nicht aushält, ich hätte ihn so gelassen, wie
bis die Raubtiere ihn auffressen. Warum? Die Ulama haben gesagt, entweder damit sein ganzer Körper fi sabilillah vergeht, damit er umso mehr Belohnung bekommt, oder ein anderer wichtiger Punkt, dass die Mekkaner sehen, macht was ihr wollt, ihr könnt uns nicht aufhalten. Da sollen ihn auch noch die Raubtiere auffressen. Und dieser Hadith, liebe Geschwister, ist wichtig für uns heute. Wir sehen ja unsere Geschwister, und das letzte Mal war vor einigen Tagen in Ressa, die Menschen beten in Frieden, Salat Subh. Und sie haben sich getroffen dort in dieser, das war ja keine Moschee, das war ja in der Schule, um danach Koran zu wiederholen. Ja, die haben, in Ressa haben sie, mashallah, sehr viele Menschen, die den Koran auswendig können, und sie wiederholen ihn jetzt. Wann wiederholst du den Koran? Hörst du irgendwelche Drohnen jetzt? Oder die bombardieren? Oder irgendwelche Apache-Hubschrauber oder so? Und deswegen liest du dein Koran nicht? Warum liest du kein Koran? Die in Gaza, würde Allah ihnen beistehen, da fliegen die Drohnen und die Hubschrauber und die Flugzeuge, und da geht eine Wohnung in die Luft, und er wiederholt sein Koran. Möge Allah sie festigen. Und möge Allah uns recht leiten, dass wir auch den Koran lesen. Auf jeden Fall, dann wurden sie bombardiert, über 100 Leute. Entschuldigt, ja, wenn ich das jetzt beschreibe. Sie wurden in Säcke aufgeräumt. Jeder Sack 70 Kilo Fleisch. Du konntest nichts mehr erkennen. Stücke, das waren Fetzen. Wenn wir diesen Hadith sehen, es gab auch solche Fälle, natürlich jetzt nicht in der Schwere, wie eine Bombe verheerend ist, ja? Aber die haben den aufgeschlitzt. Und der Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, ich würde ihn gerne so lassen, damit die Mekkaner sehen, ihr könnt uns nicht Angst einjagen mit euren Verbrechen. Und wenn ihr uns aufschlitzt, das wird uns nicht hindern, weiterhin den Islam zu leben. Weil wir wissen ganz genau, dieser Körper, der ist leblos. Die Seele ist schon lange im Paradies. Das müssen wir wissen, liebe Geschwister. Diese Menschen in Gaza, die hören ein Flugzeug und im nächsten Augenblick wachen die auf im Paradies. Die spüren den Schmerz nicht. Aber der Körper ist zerfetzt, verbrannt, verkohlt. Ja, ja, aber das spüren die nicht. Ar-Rasul hat das gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Der Märtyrer spürt nicht den Schmerz. Das müssen wir wissen. Ja, sollen die deswegen alle vernichten? Nein, möge Allah unsere Geschwister bewahren. Ja Rabbi, hebe diese Unterdrückung auf, ja Rabbi al-Alamin. So schnell wie möglich, ja, der Jalali wal-Ikram. Aber wenn es passiert, dann müssen wir wissen, diese Leichen, diese Kinder, diese Frauen, diese Männer haben nur irgendwas gehört, da kommt was, und dann waren die im Paradies. Den Schmerz haben sie nicht gespürt, hat uns der Prophet gesagt, alayhi salatu wassalam. Und da, wenn wir uns daran erinnern, können wir was? Können wir wieder uns beruhigen. Nicht im Sinne von, uns sind diese Geschwister egal. Nein, nein. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass das aufhört. Aber dass wir wissen, okay, ihnen geht es jetzt besser. Ihnen geht es jetzt besser. Sie sind diese Seelen in Form von Vögeln im Paradies, und diese Vögel wandern, wo sie wollen, im Paradies. Die fliegen, wohin sie wollen, im Paradies. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam hat auch die Sahaba getröstet bei Schicksalsschlägen. Und eines der öfteren oder der meisten Ursachen für Schicksalsschläge waren was? Waren die Kriege, die damals passiert sind. Die Mekkaner haben ja die Muslime nicht in Ruhe gelassen. Und zwar, als Ja'far ibn Abi Talib gefallen ist, und natürlich die anderen Sahaba, radiallahu anh, die damals gefallen sind in dieser Schlacht, kam Asma zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bring mir bitte die Kinder von Ja'far. Kinder, bring mir bitte die Kinder von Ja'far. Da sagte sie, o Gesandter Allahs, hast du was mitbekommen über Ja'far und seine Gefährte, seine Leute in dieser Schlacht? Er sagte, ja, sie sind heute gefallen.
Und da ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seiner Familie, zu seinen Frauen, und er hat ihnen gesagt: Kümmert euch um die Familie von Ja'far und macht ihnen Essen, denn sie sind beschäftigt mit ihrem Schicksalsschlag. Ja, sie haben also jemanden verloren, ja, also er ist gestorben. Abdullah bin Ja'far, der Sohn, sagte: Als ich mitbekommen habe, dass Ja'far gefallen ist, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Macht Essen für die Familie, weil die werden sich jetzt nicht um sich selbst kümmern. Deswegen, das ist ja die Sunna, dass nicht die Familie des Verstorbenen Essen macht, sondern die Nachbarn. Und ganz im Gegenteil, dass die Familie Essen macht, ist eine Form der Bid'a. So sehr, dass einige Gelehrte gesagt haben, das ist eine Form des Klagens. Das ist eine Form der Niyah. Also man klagt, also die Klage überschreien, dass man Essen macht und verteilt. Sondern was ist Sunnah? Die anderen, die Verwandten, die Bekannten, die Nachbarn, die sollen Essen machen. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam kümmerte sich dann um die Kinder von Ja'far. Abdullah ibn Ja'far sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er eine Armee schickte, und da war Zayd ibn Haritha, der erste General, und er sagte: Wenn er fällt, dann ist Ja'far euer General, wenn er fällt, dann Abdullah ibn Rawah. Und alle drei sind sie gefallen, radiyallahu anhu. Und dann war der General Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhum ajma'in. Auf jeden Fall, als gestorben ist Ja'far und die anderen Sahaba, da sagte Nabi sallallahu alaihi wasallam zur Familie nach drei Tagen, er sagte: Trauert nicht mehr um meinen Bruder, weil wir haben ja gesagt, diese Trauerzeit ist drei Tage. Ja, darf ich danach nicht mehr an meinen verstorbenen Angehörigen denken? Doch. Aber das Leben muss jetzt weitergehen. Ja, diese Trauerzeit ist nur drei Tage, abgesehen von Ehefrau. Das ist wieder was anderes, 4 Monate und 10 Tage. Und dann sagte er: Bringt mir seine Kinder. Also kamen sie zu ihm, und es waren noch kleine Kinder. Und dann sagte er: Bringt mir einen Friseur. Also hat er ihnen die Haare geschnitten. Warum? Also er kümmerte sich um sie, weil jetzt ihre Mutter wird sich nicht um sie kümmern. Sie haben Probleme, sie hat ihren Ehemann verloren und so weiter und so fort. Also kümmerte er sich um sie, um ihre Hygiene unter anderem. Da kam die Frau, die Witwe dann von Ja'far radiallahu an, und sie sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Hast du Angst vor Armut, also weil dein Mann jetzt gestorben ist? Ich kümmere mich um ihn, um sie, um deine Kinder in der Dunya und in der Akhira. Also hat er ihr nochmal Kraft geschenkt, ja, durch Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns motiviert, besonders in diesen Fällen, verwitwet, verwaist, dass wir sie unterstützen. Er sagte, alaihi salatu wassalam: Ich werde mit jenem, der Waisenkinder pflegt, so im Paradies sein. Und dann hat er seinen Zeigefinger und Mittelfinger nebeneinander gemacht. So. Also, du wirst der Nachbar des Propheten sein, alaihi salatu wassalam, wenn du dich um Waisenkinder sorgst. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Derjenige, der sich kümmert um eine Witwe und um die Bedürftigen, ist so wie ein Mujahid, der auf dem Wege Allahs ist. Oder und wie einer, der betet, ohne müde zu werden, und wie einer, der fastet, ohne aufzuhören zu fasten. Also nur weil du einer Witwe hilfst, Waisenkinder hilfst, kriegst du diesen gewaltigen Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und Rasul alayhi salatu wassalam hat auch Menschen finanziell unterstützt, die eben in einer Notlage gewesen waren.